Herzlich willkommen hier im Museum Hohenasperg. Mein Name ist Franziska Dunkel, ich bin Kuratorin der Ausstellung hier vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Wir zeigen am Beispiel von 23 Häftlingsbiografien aus drei Jahrhunderten die Entwicklung des Hohenasperg als Festungsgefängnis. Und heute möchte ich Sie mitnehmen zu drei meiner Lieblingsobjekte hier im Museum. Diese Zellentür hatten wir als Dauerleihgabe vom Landesdenkmalamt bekommen, bevor es überhaupt das Museum gab. Es ist sozusagen unser allererstes Objekt und ein Objekt, an dem man die Geschichte der Gefangenschaft natürlich besonders gut erklären kann. Hinter dieser Tür ist der Journalist, Dichter und Komponist Christian Friedrich Daniel Schubart über ein Jahr lang eingesperrt gewesen in einer kleinen, kalten Zelle mit nur Stroh auf dem Fußboden. Die Haftbedingungen würde man heute wahrscheinlich als Isolationshaft bezeichnen. Schubart konnte keinen Besuch empfangen, er durfte keine Briefe schreiben, er war also vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Einmal am Tag brachte ihm jemand eine karge Mahlzeit aus Wasser und Brot vorbei. Er durfte nichts lesen und, was für ihn besonders schlimm war, auch nichts schreiben. In seiner Verzweiflung hat er dann mit der Lichtputze, also einer kleinen Schere, mit der man den blakenden Docht der Kerze zurückschneidet, mit dieser kleinen Lichtschere Verse in die Wand dieser Zelle eingeritzt, um etwas schreiben zu können. Deswegen hat man ihm dann, um ihn weiter zu quälen, auch diese Lichtputze weggenommen. Also in diesem einen Jahr hat er Verzweiflung und Elend erlebt. Er hat das in seinen Memoiren, die er etwas später dann einem Mithäftling durch eine Zellenwand diktieren konnte, beschrieben, was diese Haft aus ihm gemacht hat. Der leuchtende Wurm, der meine Wand bekroch, war mir nun ein lieber Gesellschafter bei Nacht. Also er versuchte sich anzufreunden mit den wenigen Lebewesen, die in seiner Zelle vorhanden waren, Leuchtkäfer, Spinne, um überhaupt irgendeine Art von lebendiger Gesellschaft zu haben. Nach etwas mehr als einem Jahr wurde er aus dieser Zelle befreit, aber nicht von der Haft, sondern er kam hier auf dem Hohenasperg in verschiedene andere Haftsituationen, zeitweise hier im Arsenalbau, in dem sich heute auch das Museum befindet, und war insgesamt 10 Jahre lang eingesperrt auf Befehl des Herzogs Karl Eugen, der damit einen ihm unbequemen Kritiker mundtot machen wollte und ihn umerziehen wollte durch diese strenge Haft zu einem treuen, frommen Untertan. Als Schubart nach 10 Jahren Haft entlassen worden war, war er krank und psychisch gebrochen und hat nur wenige Jahre die Freiheit dann noch genießen können. Dieses Objekt zeigt also wie kein anderes die Härte der Haft, die Gefangenschaft an sich. Das nächste Objekt erzählt als Objekt eine nicht ganz so traurige Geschichte, denn es ist ein Objekt, das von der Rettung vor der Haft berichtet. Das ist der Puppenherd von Gretel Weber. Sie wuchs in den 1920er Jahren in einem Butnanger Arbeiterhaushalt auf mit vielen älteren Stiefgeschwistern. Einer davon war Walter Häbig. Die ganze Familie war zu der Zeit in der Kommunistischen Partei engagiert. Walter Häbig aber war der, der sich am meisten engagierte. 1923 wurde die KPD verboten
und Walter Helbig arbeitete nun in der Illegalität. Im Hause Helbig waren seitdem Polizeirazzien an der Tagesordnung und brisante Flugschriften und Papiere pflegte Walter Helbig unter und in diesem Puppenherd seiner kleinen Schwester zu verstecken. Die musste sich dann mit blonden Zöpfen und unschuldigem Lächeln vor ihrer Puppenküche aufbauen und die Polizisten davon abhalten, genauer hinzugucken. Und sie hat mir erzählt, als wir bei der Eröffnung vor dieser Vitrine standen, dass einmal sie stand vor ihrer Puppenstube, blond, unschuldig ausschauend und schwitzte Blut und Wasser, weil unter den Füßchen von dem Puppenherd schauten durchaus Ecken von den verbotenen Flugschriften hervor. Die Polizisten ließen sich aber täuschen und Walter Helbig kam für dieses Mal wieder davon. Aber natürlich hat er diese Flugschriften nicht nur bei sich zu Hause in Gretels Puppenküche aufbewahren können, sondern er hat sie auch verteilt und beim Verteilen dieser Flugschriften wurde er einmal mit einem Rucksack voller Flugschriften am Stuttgarter Hauptbahnhof gefasst und verhaftet. Insgesamt war er dreimal auf dem Hohen Asberg eingesperrt, das dritte Mal in den 30er Jahren, als er schon Schriftleiter für eine Arbeiterzeitung in Nürnberg war und dort verantwortlich gemacht wurde für republikfeindliche Leserbriefe. Einer davon ist in der Vitrine abgedruckt. Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten wurde Walter Helbig in München wiederum verhaftet. Diesmal kam er ins KZ Dachau. Dort wurde er am 30. Juni 1934 ermordet. Die Geschichte an sich ist dann eben eine tragische Geschichte, aber der Herd als Objekt ist doch ein Objekt der verschmitzten Rettung und Bewahrung vor der Haft auf dem Hohen Asberg. Das dritte Objekt, das ist ein Objekt des Widerstands, der Sehnsucht, der Hoffnung und diese Geschichte wird gut ausgehen. Dies ist eine Trikolore, eine französische Fahne, die elsässische Widerstandskämpfer, die in den frühen 40er Jahren hier auf dem Hohen Asberg inhaftiert waren, heimlich angefertigt haben, um damit die französischen Befreier im April 1945 zu begrüßen. Einer von ihnen war Emil Hinker. Er war in Straßburg Medizinstudent gewesen und deswegen wurde er auf dem Hohen Asberg in der Tuberkulosestation, die damals fast das gesamte Festungsgefängnis einnahm, in dieser Tuberkulosestation als eine Art Hilfsarzt beschäftigt. Und so hatte er Zugang zu Leintüchern, zu rotem Stoff und zu Methylenblau, einem Antiseptikum, mit dem die Elsässer die blaue Farbe von der Trikolore hergestellt, gefärbt haben. Es war natürlich verboten, sie mussten diese Fahne immer abwechselnd unter ihren Matratzen verstecken, immer in der Angst, entdeckt zu werden. Aber als dann am 21. April 1945 die Franzosen tatsächlich einmarschierten und die Festungstore öffneten, da staunten sie nicht schlecht, als ihnen eine Delegation von Elsässern, auch die Befreier, was war ein Kolmarer Regiment, waren Elsässer gewesen, entgegengekommen sind und ihnen die französische Nationalfahne entgegengeschwenkt haben. Danach wurde die Fahne stolz aus dem Schubertturm herausgehängt. Sie wurde dann noch bei einer Begräbniszeremonie für die auf dem Hohen Asberg unter den unmenschlichen Haftbedingungen verstorbenen Mitgefangenen eingesetzt. Dann nahm Emil Hinker sie wieder mit nach Straßburg und seither jedes Jahr am 21. April traf er sich mit seinen ehemaligen Mithäftlingen vom Hohen Asberg. Unter dieser Trikolore feierten sie den Jahrestag ihrer Befreiung. Und als er in den 90er Jahren gestorben ist, hatte er
verfügt, dass diese Fahne auch über seinen Sarg gebreitet werden sollte. Heute hat seine Witwe die Fahne dem Museum Hohenasperg als Dauerleihgabe gestiftet. Und ich denke, das ist ein Objekt, das eben von der Widerständigkeit zeugt, nicht nur, weil sie eine Fahne von französischen Widerstandskämpfern ist, sondern weil sie auch in der Haft ein Element des sich am Leben erhaltens in der Hoffnung auf die Zukunft zeigt. Im letzten Raum des Museums finden Sie dieses Übersichtsfoto, das nochmal alle Räume des Festungsgefängnisses erläutert. Hier, das ist der Arsenalbau, in dem im 19. Jahrhundert die Gefängniszellen waren, bevor sich das Gefängnis auf die gesamte Festung ausgebreitet hat. Und hier im Dachgeschoss des Arsenalbaus befindet sich heute am authentischen Ort das Museum Hohenasperg, in dem wir Sie gerne persönlich begrüßen werden.